Was ist die Verbindung zwischen der Uni Liechtenstein und dem Projekt Bergti im Walsertal? Also die Universität Liechtenstein fühlt sich dem Konzept der Nachhaltigkeit sehr stark verpflichtet. Und im ökonomischen Bereich heißt das, dass wir uns natürlich auch mit sehr nahen Projekten, die symbolisch sind für nachhaltige regionale Entwicklung, stehen. Und so sind wir eigentlich in das Projekt gekommen, diese Bergti-Initiative im Biosphärenpark, weil wir anhand dieses Projektes gemeinsam mit unseren Studierenden sehr schön theoretische Ansätze zu regionaler, nachhaltiger Entwicklung in der Praxis reflektieren konnten. Kann daraus ein Vorbild werden für ein ähnliches Projekt in Liechtenstein? Auf jeden Fall. Also es ist natürlich unsere Aufgabe der Universität, dass wir Wissen vermitteln, dass wir neues Wissen aufbauen, aber dass wir natürlich genau auch solche einzelnen Initiativen nach allgemein gültigen Regeln hinterfragen und solche allgemeinen Kriterien oder auch Handlungsempfehlungen herausarbeiten. Und das haben wir auch bei diesem Bergti-Projekt gemacht. Und dadurch sollten wir eigentlich auch eine gute Grundlage haben, dieses Wissen in eine andere Walser Gemeinde, zum Beispiel Driesenberg in Liechtenstein, zu transferieren. Aber droht da den Bergen nicht Ungemach, wenn jetzt alle Walser Land auf, Land ab in die Berge gehen und Kräuter sammeln? Nein, also das ist etwas, was wir aus der mittlerweile doch fast 20-jährigen Forschung wissen, dass, wenn nach diesen alten Regeln gesammelt wird, diese Sammler und Sammlerinnen einen Beitrag leisten, dass diese Biodiversität in den Regionen erhalten bleibt. Die sammeln nach ganz bestimmten Regeln, also nach Zeichen, Mond, Sonne. Letztendlich ist es aber sozusagen eine Rücksichtnahme auf die ökologischen, natürlichen Ressourcen, wann sie wachsen und gepflückt werden können, in welchen Mengen, an welchen Orten. Und mit dieser Behutsamkeit führt das dazu, dass durch diese Form des Pflückens, vor allem in den höheren Regionen, es zu einer besseren Versamung kommt, ähnlich wie die Bienen. Und so tragen eigentlich dieses alte Erfahrungswissen dazu bei, dass die Biodiversität in den Alpenregionen erhalten bleibt. Jetzt ist das tradiertes Wissen, mündlich überliefertes Wissen, ist da nicht die Gefahr, dass das von Generation zu Generation weniger wird? Das ist sogar eine sehr große Gefahr. Das heißt, was wir aus dieser nachhaltigen Regionalentwicklung auch wissen, ist, dass es wirklich auf der einen Seite persönliche Initiativen braucht, wie zum Beispiel die Elisabeth Burtscher mit ihren zwei anderen Begründern, Ilga Bickel und Hanno Burtscher. Also es braucht wirklich persönliche, individuellen Initiativen. Die haben letztendlich erkannt auch, wir haben was, 5 90-Jährige im Tal, und wenn die dann einmal sterben, dann ist deren Wissen weg. Also es braucht diese Initialzündung. Aber dann gibt es einfach wirklich Infrastrukturen und Strukturen, die diese Einzelinitiativen miteinander verknüpfen können und so multiplizieren können, sie stärken können, das Selbstbewusstsein aufbauen und natürlich auch Infrastrukturen wie zum Beispiel öffentliche Lehrpläne oder Projektwochen in Kindergärten, Schulen, Universitäten, wie bei uns die Kompaktwochen. Und diese sozusagen Vernetzung und dann auch strukturellen Verankerungen führen dazu, dass dieses Wissen dann doch auch mit einer neuen Wertigkeit meistens in diesen lokalen Gemeinschaften neu entdeckt wird, wiederentdeckt wird und dass die Kinder das dann auch spannend finden, dieses Wissen kennenzulernen. Was ist die Verbindung zwischen der Raiffeisenkasse Lech und dem Projekt Bergti? Also zum ersten Mal, das Projekt Bergti handelt um die Natur, es geht um Menschen, es geht um die Natur. Und die Raiffeisenbank Lech hat eine Initiative, die sich nennt Initiative Lebensraum Lech. Und da geht es sehr stark um die Natur, um die Menschen, die da leben. Und deshalb ist es für uns eine gute Kombination, zum einen, was wir als Bank in dem Bereich unterstützend tätig sind, und auf der anderen Seite, wenn es eben solche Projekte daraus gibt, die sich ganz speziell um das Thema Natur und Menschen bewegen. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für eine Bank? Natürlich ein großes Thema.
Es wird auch sehr unterschiedlich gesehen, keine Frage. Wir in Lech, denke ich, für uns ist es insofern ein sehr großes Thema, weil wir in der Region verwurzelt sind, wir auch in der Region investieren. Und das, was wir praktisch als Bank, so wenn man sagt, Gewinn machen, dann wird es auch wieder in der Region investiert. Und deshalb ist es für uns ein großes Thema, diese Nachhaltigkeit. Sie sind eine der Damen, die die Kräuter mischen für den Bergtee. Worauf kommt es beim Mischen an? Ja, es kommt einmal darauf an, dass man eine neutrale Mischung zusammenbringt. Wir machen meistens 7er Mischungen und da ist es sehr wichtig, dass kein Kraut, also kein vorzieht. Es soll nichts vorziehen, es soll ganz neutral sein. Und da sollte man eigentlich mehr Blätter verwenden, zum Beispiel Himbeerblätter, Erdbeerblätter, Johannisbeerblätter und ein oder zwei aromatische Kräuter und etwas fürs Auge, entweder Rosenblätter oder Ringelblumen, einfach etwas fürs Auge. Es sollte eine Farbe drin sein. Schmeckt der Tee immer gleich? Nein, jeder anders. Jeder anders. Wir schauen immer, wir bekommen ja sehr viele Taschen, wo der Tee drin ist, der Sorten getrennt. Da schauen wir, was ist da. Es gibt eine Frühlingsmischung, es gibt eine Sommermischung. Wir schauen einfach, was ist da. Und dann, nachdem wird immer eine Siebnermischung gemacht. Und bei dem schmeckt es jedes Mal anders. Also wir probieren es natürlich aus. Und wieso Siebnermischung? Es ist eine magische Zahl, also 7 ist, ja, es hat einfach etwas Besonderes. Das Besondere an diesen Kräutern ist ja nicht nur, dass es Kräuter von der Alm sind, sondern die werden ja auch nach bestimmten Regeln gepflückt. Ja, also man sollte die Kräuter am zweiten Sonnentag, also nicht am Nacht, wenn es geregnet hat, nicht, soll kein Wasser drin liegen, am liebsten am zweiten Sonnentag über die Mittagszeit, wäre ideal. Werden die Kräuter getrocknet, bevor sie gemischt werden? Wir bekommen sie getrocknet. Wir vertrauen unseren Sammlerinnen natürlich. Wir haben über 40 Sammlerinnen, auch Kinder dabei. Und wir vertrauen den Sammlerinnen, die bringen es getrocknet und Sorten getrennt. Und wo haben Sie das gelernt? Ja, ich im Laufe des Älterwerdens. Ich hatte als junges Mädchen absolut kein Interesse für sowas. Es war ja, als ich jung war, war es auch nicht mehr aktuell. Man hat den Tee gekauft. Und natürlich hat meine Schwiegermama, die hat also sehr viel Tee selber gemacht. Und wenn ich mit meinem Mann wandern war, dann hat er mir es gezeigt und hat gesagt, da wär das Kraut oder da wär das Kraut. Und ich hatte absolut kein Interesse. Und im Jahr 2000 sind ja wir zum Biosphärenpark geworden. Und da war die köstliche Kiste das erste Projekt im Biosphärenpark, Großes Walsertal. Und ich war da die verantwortliche Person und hatte auch meine Frauen, die Tee für mich gesammelt haben. Und plötzlich war der Tee fertig und ich musste selber anfangen. Ab Micheli wird die Meisterwurz gegraben und so ist vom Blatt, ist in der Wurzel die ganze Kraft. Und die Meisterwurz, die haben wir früher in einem Säckchen um den Hals getragen mit Knoblauch, um eben keine schlechten Einflüsse zu bekommen, sagen wir Krankheit, Diphtherie, Kinderlähmung. Und heute nimmt man das als Duft fürs Wohnzimmer. Man kann das mit Schnaps, also mit Alkohol einlegen. Dann nimmt man ein paar Tropfen in den Tee, ist auch gegen Grippe. Und zu beachten sind immer die Blätter, weil die im Herbst nicht mehr ganz erkennbar sind. Muss man sich damit befassen, was zur Wurzel gehört. Haben Sie Zahnweh, dann nehmen Sie einfach ein Stück von dieser Wurzel und beißen Sie drauf. Im Moment kann das heilen. Man kann auch Salbe machen. Wie ist es zu dieser Verknüpfung von Wissenschaft und Universität auf der einen Seite und über Generationen überlieferten Wissen auf der anderen Seite gekommen? Also die Wurzel geht eigentlich zurück, wo ich
als 15-Jähriger von dem kleinen Bergtal nach Bregenz in der große Hauptstadt in Tscholkobi. Und wo ich gemerkt habe, dass wenn man aus so einem kleinen Tal kommt, dass das so ziemlich das Uncoolste ist für einen 15-Jährigen. Und dass es viel besser klingt, wenn man zum Beispiel aus Feldkirch kommt oder aus Dornbirn. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es einen Unterschied macht, von wo man kommt. Und ein kleines Bergtal hat immer ein Defizit. Und auch die Leute haben immer ein kleines Defizit im Bewusstsein. Und da ist mir aufgefallen, wo ich in Wien studiert habe, ich habe Architektur studiert, dass es eine Möglichkeit gibt, oder besser gesagt, ich habe nach Möglichkeiten gesucht, um den Leuten das Defizit wegzunehmen und ihnen zu zeigen, was für einen Wert und was für einen großen Schatz man eigentlich hat, wenn man aus so einem Tal kommt, aus so einem wunderschönen natürlichen Raum. Und da ist per Zufall passiert, wo ich bin ein sehr großer Teetrinker, wo ich im Teehaus gekocht bin und gesehen habe, dass man griechischen Bergkräutertee so großartig abpriest und den als Schatz präsentiert. Und da habe ich geschaut und habe gedacht, man könnte es doch so machen, dass man den wildgewachsenen Bergtee vom Großen Walsertal zu Wien verkauft. Und was dadurch entsteht, könnte sie, und das hat sich auch bewahrheitet und bestätigt, dass dadurch, dass man sie in der großen Hauptstadt zu Wien verkauft und wertschätzt, dass dann auch die Leute heim sich dann noch bewusst werden, das hätte ja einen Wert, was wir da haben. Also im tieferen Sinne geht es eigentlich nur um das, dass ich eine Bestätigung bekomme, das, was ich da habe, in dem kleinen Bergtal, hat einen Wert. Und es ist wertvoll, was wir da haben.